Ein wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tacoma. In der letzten Folge haben wir schon das erste, wie soll ich sagen? Guck mal, das erste große Feature hier kennengelernt. Das heißt, wir können sämtliche Vorgänge hier, die mittels AR aufgezeichnet worden sind, abspielen, zurückspulen, um wahrscheinlich dann A, erstmal diese ganzen Fetzen zusammenzubekommen und B, vielleicht daraus weitere Informationen rückschließen können. Wir waren hier vorhin im Büro, also vorhin heißt gestern. Was ist das? Ein bisschen Schutzschild. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch finden. Venturis Lunar Resort Zenit von außen. Das ist eine Mondbasis, okay. Und das sah auch schon so eindrucksvoll aus. Aufstieg der Menschheit, Skulpteur Anna Banerjee Fernandez. Was haben wir hier? Arbeitsstation aktivieren. Cool. Der Venturis-Gürtel. Aktuelle Mitarbeiter und Auftragnehmer. Investieren Sie jetzt. Doppelt Treuepunkte, wenn Kunden Ihr Orbitalbungalow mieten. Was haben wir noch hier? Notizen an mich selbst. Mutter anrufen. EV hat bald Geburtstag. Fitnessschließfach 14.07. Das schreibe ich mir auch auf. 14.07. Okay. Anfrage wegen EVs Katzenspezialfutter senden. Fitness nicht wieder schleifen lassen. AR-Tutorial nach Kuchendekoration durchsuchen. Das kann man das wieder schließen. So. Ja. Betrifft Transferanfrage. Venturis-Gürtel Verwaltungsteam. Ich würde mich freuen, Ihrem Team beizutreten. Der ist doch übergelaufen oder hat zumindest versucht. Ja? Wir haben Ihre Anfragen bezüglich Ihrer Bewerbung für den Posten erhalten. Wie in unserer vorherigen Nachricht erwähnt, werden Ihre Unterlagen überprüft und zusammen mit allen anderen Bewerbern für diese Position in Erwägung gezogen. Wir werden uns nach Bedarf mit weiteren Neuigkeiten an Sie wenden. Also ist er doch, hat er die doch angeflunkert in der letzten Folge, von wegen, dass er kündigt, wenn sie gekündigt wird und ansonsten total loyal ist, die Sau. So, das ist er nämlich. Cliff Rowling Siddiqui oder Siddiqui, ne? London, UK, USSR, EU. Ach Gott. Guck mal. Europäische Union. Russisch-Europäische Union. Aha. Okay. Getränkeflasche, was haben wir hier? Auch Tee. Mhm. Statuette. Tacoma Abstrakt. Ja, das ist, glaube ich, nur der vordere Teil, ne, davon. Was haben wir hier? Venturis Lunar Resort Zenit. Kann man das, nee, kann man nicht abschalten, ne? Nee. Hauptfoyer. Schön sieht es aus. Also optisch ist es wirklich eine Augenweide, muss ich mal sagen. Wobei ich wahrscheinlich auch nicht diese riesengroßen, Bedingungen knüpfe, ne? Also, es muss einfach stimmig sein und passen. Gaststätte, okay. Wiederherstellbare Daten, okay. Ja, ja, ich guck ja gleich. Och, die London Bridge. Hier ist irgendwas, den wir noch nicht auf dem Schirm hatten. Rosenkranz und Güldenstern sind tot. Da oben ist irgendwas. Das gehört dazu, anscheinend bei der Aufzeichnung. Können wir uns ducken? Ja, hier ist ein Schließfach, ein Schlüssel. Rindfleisch-Chili. Mhm. Karneval, sehr geehrter Cliff Siddiqui, gemäß unserer bisherigen Kommunikation müssen wir Sie erneut darauf hinweisen, dass wir bezüglich Ihrer Bewerbung zur Wiederaufnahme im Karneval-Mitarbeiter-Ökosystem zu einem endgültigen Entschluss gekommen sind. Trotz Erhalts des Befürwortungsschreibens unserer derzeitigen Mitarbeiters Burgess Germain können wir unsere Entscheidung diesbezüglich nicht ändern. Leider haben Mitarbeiter, die der Vertragslaufzeit mit Karneval nicht erfüllen, keinen Anspruch auf Wiedereinstellung, weder jetzt noch in Zukunft, unabhängig von jedweden Umständen. Mit freundlichen Grüßen. Der hat versucht, rauszukommen.
Sehr geehrter Herr Sitici, vielen Dank für Ihr Interesse an der Hilton-Familie. Wir freuen uns über enthusiastisches Bestreben nach einer Anstellung unter unserem Gästebetreuungspersonal. Leider suchen wir zu diesem Zeitpunkt einen Kandidaten mit umfassenderer Erfahrung der Arbeit mit der Öffentlichkeit auf hohem Dienstleistungsniveau. Der hat es mehrfach probiert. Guck doch mal an. So, aber schön sieht das aus. Oh, das ist das Klo. Ah, das nervt gerade. Warte mal, ich muss mal erstmal hier. Leertaste. No, Germler. Guck mal, das ist alles kaputt. Ist das so? Muss das so? Ich glaube, das muss so, ne? Aber bevor wir das hier abspielen, ich will erstmal hier gucken. Cake Lad. Handseife. Hm? Handcreme. Hand. Nee, Haarpomade. Okay. Da ist. Uch, was ist da hinten drauf? Kann keiner lesen. Da ist ein Glas. Okay, das ist die Musik, die lassen wir mal. Mitspülung, ist wie zu... Oh, ist wie zu Hause, wollte ich gerade sagen. Spülbare Feuchttücher. Und das ist alles Müll, was im Weltraum dann ist. Feuchtigkeitscreme, aha. Da kann ich alles drücken. Ist ja süß. Aber hier ist nichts weiter, ne? Luna Transferstation Tacoma, initiiert Crew. Na, ich glaube, das ist jetzt gerade ein Übersetzungsfehler. Initiate Crew oder so, ne? Die Erstcrew. So, was haben wir denn hier erstmal? I just. I don't know why. Alright, I mean, you know how I've always been. It's never real in my mind. Why would she give a damn about me? Of all the people. Oh, shit. Oh, bollocks. No, I'm just. I'm spilling scotch all over outer space. Aber es ist so zerstört, dass hier nur der Ton kommt. Warum muss ich mich ducken? Warum kommt jetzt auf einmal das... Sehr schöne Musik, sehr schön. Aber das interessiert mich da. Wartet mal. Ich gucke mich mal kurz hier um. Es ist wahr, jetzt weißt du, warum ich die nächsten 8 Monate oder so nicht erreichbar sein werde. Karneval Kreuzfahrtgesellschaft startet Fernreiseexpedition am Jupiter vorbei. Historisch erstmalig für Orbitalurlaubsreisen ist das Resplendence, Langzeitwohnschiff der Karneval-Kreuzfahrtgesellschaft, Gastgeber für 1333 der reichsten und abenteuerlichsten Reisenden der Erde auf der Kreuzfahrt ihres Lebens. Mit leitendem Kreuzfahrtoffizier Germaine Burgess. Am Steuer wird die Resplendence knapp am Jupiter vorbeischwenken und den glücklichen Passagieren einen ausgedehnten Blick auf diese spektakulären Rasriesen, seine vielen Monde und seinen berühmten großroten Flecken ermöglichen, bevor er seinen Kurs zurück zur Erde fortführt. Die gesamte Dauer des Ausflugs beträgt 8 volle Kalendermonate währenddessen. Und er ist dabei? Ah nee, das ist Germaine Burgess. Er ist also derjenige am Steuer. Du bist am Steuer. Aber das ist doch jetzt gerade die Geschichte von Sitici. Ach, und der hat ihm das geschickt, der Germaine. Ah, ich verstehe. Das war die Unterhaltung nämlich zwischen den beiden. Okay. Gescheitert. Nachricht mit E.V. St. James. Klingt nett, aber wäre das nicht viel Arbeit? Nicht im geringsten, meine Liebe. Alle guten Briten sind in der Präsentation von ordnungsgemäßen High-Tea ausgebildet. Und im Unsinn reden, heutzutage gibt es für alles AR-Tutorials. Ihm ist da was runtergefallen. Hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn wir hier die Sachen hoch und runter machen? Ich glaube nicht, ne? It's never real in my mind. Why would she give a damn about me? Of all the people. Shit. Oh, bollocks. No, I'm just. I'm spilling scotch all over outer space. Okay, aber was auch immer er gemacht hat hier. Und hier wird's gerade resettet. Jetzt kommen wir an die nächste... Ah, okay, das ist immer räumlich voneinander getrennt, wie es scheint. Aber es ist halt sehr kaputt, ne?
Also wenn man hier guckt, da sind viele Sachen hier per Personalquartiere. Was haben wir denn hier hinten? Umkleideraum. Wer ist das denn? Ah, gucke mal. Na, das ist ja ein tolles Bild. Ich mag ja den Grafikstil. Klassische Cartwright Micro G Multi-Komplettwerkzeug, vorgeführt von Clarice. Aha. Fitnessprogramm Belastung 5. Kalorienaufnahme, benutzerdefinierter Plan, letzte Aktivität vor 5 Tagen. Das hätte besser sein können. Fitnessriegel, Flasche, ein Hut. Aha. Vor 42 Tagen. Eieiei, da hat aber jemand wirklich geschlampert. 42 Tagen. Das ist die Chefin auch noch hier, ja? Den haben wir hier, den Sanitäter. Du bist... Ach, du bist... Ah, du gehst von hier erst los. Verstehe. Ah, und das war das Code-Dingens. 0315. Wartet mal. 315. Ach, und deswegen müssen wir alles uns angucken, vor- und zurückspulen, dass wir die ganzen Informationen kriegen. Hier, was haben wir denn? Ziele. Oh, die will Muckis haben. Uiuiuiui. Fitnessprogramm fortgeschritten 3. Kalorienaufnahme Standardkrafttraining. Vor 3 Tagen. Also ist das hier 3 Tage her, wo sie aktiv war. Fit monatlich. Okay, was? Googles AI Personal Trainer Pass or Fail. Fitnesswettbewerb der Streitkräfte der Freiheitsrepublik 2088. Ganze Mahlzeit. Und dann hat sie auch noch Diät oder so gelebt, hä? Das war's aber. Das war die Information. Was ist das? Teebeutel. Und das ist ein Haargummi. Guck mal. Das ist ein Teebeutel und das ist ein Haargummi. Und das ist eine Flasche. Mit Shampoo. Aber da ist nichts weiter drin, oder? Nee, ich kann hier nichts weiter machen. Aber ich guck mal hier nochmal. Haben wir da irgendwas unten übersehen? Nee, ne? Nee, ein Stringtanga oder so. Aber hier haben wir noch was. Warte mal. Ich mach Sport, wenn ich tot bin. Nicht eingestellt. Vor 360 Tagen. Okay. Kann man machen. Oder kann man das mitnehmen? Warte mal, ich hab's jetzt nicht. Nee, kann man nicht. Okay. So, das ist der andere Code mit ziemlicher Sicherheit. 1407. Ah. Nee, ich wollte... Höchste College-Statistik. 88,5 Kilogramm Körperfett, 15% Bankdrücken, 96 Kilogramm. Los, Cliff. Aha. Benutzerdefinierter Plan, letzte Aktivität. Warum ist das rot vor 9 Tagen? Wahrscheinlich wegen dem benutzerdefinierten Plan. Hier ist ein Schlüssel. Kojenschubkasten. Lass mich raten, den müssen wir jetzt die ganze Zeit festhalten, richtig? Warte mal, ich leg den mal hier kurz ab. Merkt euch mal, dass er da liegt. Ich will mir die Sachen hier angucken. Okay, ist nichts, nichts. Ein schöner Kamm. Nichts Besonderes. So, Schlüssel. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war hier, ne? Okay, wir haben also kein Inventar. Brief. Oh Gott, der ist von Cliff R. Sedici an Bernadette Sedici. Frau oder Ehe? Ach, die Mutter. Liebe Mutter, ich schreibe dir, um dir zu deiner jüngsten Aufnahme in den Beirat von Tay 20th Century zu gratulieren. Deine prestigeträchtige Karriere in der Kunst war eine ständige Inspiration für mich. Oh, guck doch mal, was der für eine Handschrift hat hier. Guck mal. Krickelkrakel. Zu diesem Zweck war auch ich weiterhin bemüht, Aufstiegsmöglichkeiten sowohl innerhalb Venturis als auch anderswo zu erforschen. Ach, deswegen. Als ich Hilton nach dem Abschluss der Hilton U verließ, war ich hellauf begeistert von den Möglichkeiten in Carnival. Aber wie du mir damals bereits sagtest, ist der Verzicht auf Firmentreuepunkte für eine flatterhafte Gelegenheit keine gute Entscheidung. Seitdem habe ich hart gearbeitet, um mir meinen Weg zurück nach oben zu erkämpfen. Vertraue, dass ich zumindest jeden Tag mein Bestes zu geben versuche.
Ich hatte dir versprochen, dir etwas über Evelyn Victoria zu erzählen. Sie ist der Administrator dieser Station und ihr Witz und ihre Aufrichtigkeit halten mich ständig auf Trab. Und wenn du mich fragst, bin ich in sie verliebt. Ich glaube, dass sie dir gefallen wird. Vielleicht ist bei unserem nächsten Landurlaub ein Besuch des Familienanwesens angebracht. Alles Liebe dir, Cliff oder Clive. Okay. Der hat eine Katze. Wo ist die Katze? Da ist nichts drin. Armreif. Liebling, ich habe diese hier bei einem Landurlaub in einem Reiz im Marktstand gefunden. Sie erinnert mich an die Farbe deiner kastanienbraunen Augen. Blöder Clives. Aha. Softies. Taschentücher. Aber hier ist doch nichts weiter. Oder geht es einfach nur um mehr Information? Ich glaube, es geht hier nur um mehr Information, habe ich das Gefühl. Die Frage ist, wir haben zwar alles angehakt, aber warum ist... Achso, nee, die sind in der Nähe, deswegen, ne? Genau. Aber wir sind hier durch, habe ich das Gefühl. Oder? Ich bin doch immer überlegen, wie weit artet das aus? Boah, das sieht so schön aus. Umkleideraum. Ah, das ist die andere Seite. Duschen. Guck mal, hier ist doch was. Warte mal, warte mal, warte mal. Like what? Very early. Through this, I learned that people do not always want what they believe they want. Die Stimme kommt mir so bekannt vor. I believe I have learned a great deal. Really? Like what? Very early in my source's cognitive record, I recall an intense period of personal growth. I was tasked with internalizing the behavioral idiosyncrasies of an individual to which my operator was emotionally attached. Huh. I expanded my capabilities to faithfully recreate her procedural reasoning, vocal attributes, and other qualities. After months of effort, I gave my operator precisely what was asked of me. A perfect emulation of the target personality, accurate in every detail. Wow. To my befuddlement, he did not react in a positive way. Our relationship began to deteriorate irreparably. We never again spoke personally in the manner I had become accustomed to. Man, your stories aren't usually such downers. We're not all gonna get cancer or is everything okay? Wow. I suppose I am. Sehr interessant. Die Stimme kommt mir so bekannt vor. Oh Gott, ich komme gerade nicht auf das Spiel, aber habe ich auch Let's Played. Auch eine AI, eine KI, die da ihr Unwesen trieb. Wir haben hier noch eine Tür. Andrew Deckjab. Focus 3 Standard Krafttraining vor 3 Tagen. Okay. Aber hier ist nichts weiter drin. Gut zu wissen. Oh oh. Wer ist das denn? Aufgezeichneten vor 4 Monaten. Aha. Okay, wir gucken mal. Wartet mal. Okay, das ist die Netzwerkspezialistin, die unbedingt den Zugriff auf die KI haben wollte, ne? Nein, das ist, was menschliches Überwachungsabkommen bedeutet. Wenn eine orbitale Einrichtung über KI betrieben wird, fordert die HOA, dass dort ein KI-Spezialist an Bord ist. Und wenn ein Mensch an Bord ist, müssen für eine Dauer von bis zu 3 Monaten mindestens noch 2 weitere Menschen an Bord sein. Ah, die begehrten Nat Heavy-Rollen, wusste ich's doch. Und für Entsendung von einem Jahr oder mehr werden 6 benötigt und so weiter. Für geistige Gesundheit, Wohlbefinden, Verwaltung und dergleichen. Auch garantiert es eine Menge von Menschen Gewerkschaftsarbeitsplätze, die sie sonst nicht hätten. Was, wenn ich dir sagte, mir würde es besser gehen mit ein paar weniger Leuten um? Du und ich. Nur wir beide. Waren die ein paar? Nö. Gescheitert. Markus, Vioni Johnny und Jean Markus. Look, but don't touch. Aha. Okay. Schon wieder gescheitert.
krasser Blick beim Duschen. Was? Kommt doch eigentlich gar nicht mehr so richtig was raus, ja? Okay, ich glaube, wir haben hier eine Menge uns angeguckt. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle ein Folgenpäuschen. Es ist so viel hier zu erleben und zu sehen. Wir machen hier ein Folgenpäuschen. Doch, wir haben hier unten alle Räume durch, ne? Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt. Was ist das hier? Crewmitglied. Ah. Guck mal. Die liegt die ganze Zeit hier rum. Faule Katze. Aber die ganze Zeit liegt sie hier rum. Nun gut, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Firefox.